Der Hybrid ist derzeit in aller Munde, da auch die deutschen Hersteller mittlerweile erste Modelle vorstellen. Dabei hat Toyota mit seinen Hybrid-Serienmodellen die 2-Millionen-Marke bereits überschritten. Zum 31. August wurden 2,01 Millionen Verkäufer gezählt. Den größten Aufschwung erlebte der Absatz der Hybrid-Technologie in den letzten 2 Jahren, in denen allein 50% der Verkäufe verzeichnet wurden. Großer Antreiber dieser Rekordzahl ist das Modell Toyota Prius. Für die aktuelle, mittlerweile 3. Generation des Prius erwartet Toyota einen weiteren Aufschwung der Verkaufszahlen. So liegen weltweit bereits 400.000 Bestellungen für die neue Generation des Prius 3 vor. Begonnen hatte es 1995 mit dem Prototyp des Prius 1. Dieser wurde damals erstmals auf der Tokyo Motor Show der Öffentlichkeit präsentiert. 1997 begann dann die Serienproduktion des Prius 1. Seither wurde die Modellreihe von Prius 1 bis Prius 3 weltweit zum Inbegriff der Hybridtechnologie. Der Prius 2, der 2003 in Serie ging, wurde bereits in einem Feldversuch als Plug-in-Version getestet. Auch der Prius 3 befindet sich schon als Plug-in-Version im Feldversuch. 2012 soll die Serienversion vom Prius 3 Plug-in folgen. Auch außerhalb der Prius-Reihe setzt Toyota seine Hybrid-Erfolgsgeschichte zukünftig mit dem Auris HSD-Hybrid fort. Durch die bisherige Nutzung aller weltweit verkauften Hybridfahrzeuge konnten seit 1997 etwa 11 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das ambitionierte Ziel von Toyota ist es, ab 2020 den Hybridantrieb in fast allen Modellreihen anbieten zu können und die Verkaufszahlen innerhalb der nächsten Dekade auf 1 Million Hybridfahrzeuge pro Jahr zu steigern.